wo ist. Entweder es jault ein Hund oder es kommt ein Müllmann oder ein Deutscher sucht seine Ehefrau, die keine Lust hat aufzustehen. So, heute frisch gestärkt, geputzt und gewaschen. Geht jetzt nach Murano und Burano und Zurano. Aber es ist kalt. Pia sagt, es ist kalt. Hm. Ja. Heute wieder auf dem Schiff, wohin? Murano und Burano. So, die Pia schlendert hier auf Burano rum, mit einem ganzen Deckel. Ja. Zeig's. Hier ist halt brutal viel los, gell? Die Pia ist wieder fündig geworden, dem Olivenöl. Was man hier sieht, weil das die Verpackung so schön ist, sagt sie. Von hier, ich habe schon einen essen müssen. Jetzt schauen wir mal. Schaut sie, was die Tür da wieder. Ja, kein Wortwerk. Hier. Lass da Öle, was sie schicken. Der wird. Das ist nur der Schönheit wieder. Ehrlich. Das ist der schiefe Turm von Burano. Der ist wahnsinnig schief. Hier gibt es den teuersten Kaffee. In Italien, hier haben wir jetzt 6 Euro für 2 Tassen bezahlt. Das ist ungefähr das Dreifache oder 2,5-fache, was in Venedig in der Stadtmitte kostet. Ja. Also sollte man sich gut überlegen, aber Toilette inkludiert und zwar Keks. Weiter ging es dann auf die Glasbläserinsel Murano. Heute sind wir, oder jetzt sind wir in Murano. Und die Pia sieht schon wieder los. Hier wurden jetzt noch Souvenirs gekauft und eine Christbaumkugel in diesem Laden. In dem schönen Laden. Hier im Supermarkt, oder wo warst du? Hier am Supermarkt stand 10 Euro für so Cola-Zeugs und 2 Kaffee. Aber das ist immer noch besser wie 6 Euro. Oder ist es selbe? Ich weiß nicht. Dasselbe. Aber wir gehen. Hier ist teuer. Wir gehen, glaube ich, in Venedig essen. Hier ist sehr teuer. Warte. Das muss ich gar nicht kaufen. Ja, aber mir ist nicht. Aber hier ist es schön.
Klaus-Bläschen, was im Internet geschrieben haben. Den hat natürlich der auch. Aber der gefällt mir. Also der geht jetzt mit für den Rucksack. Ja. Ja. Also hier haben wir jetzt beim Glasbläser. Wir waren Glasbläser gekauft. Beim und direkt beim Glasbläser hier haben wir gekauft. Und außerdem ewig lang und kosten. Mach ich das. In Venedig wieder. Also da passt der Depio gerade einmal durch. Besonders voluminös darf man hier nicht sehen. Sonst bleibt man hängen. Schaut, wie es wackelt. Also am Samstag um knapp vor 8 hier was zu finden, ist fast unmöglich. Es ist alles reserviert, du kriegst keinen Tisch. Keine Chance. Das ist mal die Notaufnahme. Das hier ist die Notaufnahme am Wasser. Per Wasser. Ja, aber den Sanker haben wir auch schon gesehen, das Boot, gell? Ja. Also ich weiß einmal nicht, ob man sieht, aber ganz Venedig gehört uns. Kein Mensch. Wir sind hier ganz alleine. Hallo. Ganz alleine sind wir hier. Alleine in Venedig. Ja, hier ist das schön. Da ist wenigstens was geboten.